Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst. Ich habe heute wieder ein, ich weiß nicht, ob man so nennen kann, etwas günstigeres Gerät. Wenn man bedenkt, dass chinesische Gerätepreise 50 Euro anfangen, ach was sage ich, 36 Euro inklusive Versand, ist 136 Euro derzeit für das Realme Mix 2. Wahrscheinlich doch eher im Mittelpreisbereich, egal. Es hat auf jeden Fall echt vielversprechende Daten, vor allem wenn man den Preis bedenkt. Ist das echt der Hammer. Also was 2017 sich so entwickelt hat, preislich, aber gleichzeitig halt, also der Preis, die Preise sind recht konstant geblieben, aber die Technik geht einfach nur noch nach oben. Das ist total der Hammer. Passt mal auf. Also wir halten uns noch mal ganz kurz im Hinterkopf. 136 Euro. Gut, ist eine Aktion, geht aber immer noch für 5 Tage. Dafür bekommen wir also wie immer ein Gerät hier mit einem total schmalen Display. Das ist absoluter nicht, aber das ist gerade der Standard, der sich da etabliert in China. Und dafür kriegen wir ein 6 Zoll großes Display. Mucho Display, muss man schon mal sagen. Löst mit 2160 mit 1080 auf. Das dürfte Full HD Plus sein. Also an Pixeln mangelt es auch nicht so unbedingt. Dann haben wir den 6757CD. Beinhaltet einen Octa-Core-Prozessor mit 2,5 GHz pro Kern. Also das dürfte hier auch bestimmt locker 40.000 bringen. Mantutu sehen wir natürlich dann alles im Review. Noch die Einzelheiten. 4 GB Arbeitsspeicher passt super. 64 GB Festspeicher passt auch. Auch erweiterbar. Das werde ich dann jetzt auch testen. Habe ich jetzt mit reingenommen. Ich habe eine 128 GB Karte extra dafür gekauft. Und der Akku 4200 mAh. Ja, ich meine, das Gerät ist ziemlich groß. Ja? Also zumindest das Display ist ziemlich groß. Das Gerät selber ist damit verhältnismäßig kompakt. Und dann soll es auch an Akku bitte nicht mangeln. Und da hat Journey daran gedacht. Und das alles für 136 Euro. Ob das Ganze dann aber auch wirklich in der Praxis funktioniert, das heißt, ob die Verarbeitung auch passt, ob die Benchmarks dann die Ergebnisse auch abliefern, die wir hier erwarten, das erfahren wir jetzt nicht unbedingt heute. Aber zumindest können wir uns im Unboxing jetzt einen ersten Eindruck verschaffen in der kurzen Übersicht. Viel Spaß. So, da wären wir auch schon am Testtisch und schauen erstmal, was Würni hier alles mitliefert zum Mix 2. Danach gucken wir uns die technischen Daten und den Preis an und dann kommt das Gerät. Neben dem Telefon kommt ein Micro-USB-Ladekabel. Das sagt uns ja immerhin schon mal, dass das Gerät nicht über USB-C verfügt. Dazu gibt es ein Ladegerät mit Fast-Charge-Unterstützung und maximal 2 Ampere Leistung. Eine Display-Schutzfolie. Eine Schutzfolie für die Rückseite habe ich bisher noch gar nicht im Standardlieferumfang gehabt. Ein Pieker für den SIM-Schlitten, rausholen, unsere Micro-SD-Karte und natürlich die SIM-Karte einlegen können. Wem die Schutzfolie für die Rückseite nicht reicht, hier nochmal ein Silikon-Case für die Rückseite. Gebrauchsanweisung Quatsch. Realme. Und Realme mit irgendeinem QR-Code. Das Mix 2 kostet im Angebot gerade 136 Euro und dafür bekommen wir, muss ich echt zugeben, hier einiges geboten. Das Display ist 6 Zoll groß und löst mit 2160x1080 Pixel auf. Im Inneren werkelt ein MediaTek 6757CD, beinhaltet einen Octa-Core-Prozessor mit 2,5 GHz pro Kern, einer Mali-T880 Grafikeinheit, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB erweiterbarer Festspeicher, eine Dual-Kamera mit 13 und 5 Megapixel auf der Rückseite, eine 8 Megapixel-Kamera auf der vorderen Seite, 4200 mAh großen Akku und Android 7. Wir haben natürlich auch wieder die üblichen Konnektivitäten wie GPS, Wi-Fi und Bluetooth. Außerdem wird LTE unterstützt und auch hier das in Deutschland immer noch genutzte Band 20. Die Fingerabdruckscanner, die finden wir hier auf der Rückseite. Wir haben hier Gewicht von 210 Gramm. Immerhin 3 Gramm leichter als das Mace X. Und eine Stärke von ungefähr 8,3 mm. Ja, ich habe hier so ein bisschen den Eindruck, dass das wie so ein kleiner Bruder von dem Mace Alpha X ist. Also ich finde, dass die Geräte sind hier doch schon recht ähnlich. Nicht nur von der Optik, sondern auch so ein bisschen von den technischen Daten. Hier natürlich ein klein wenig schwächer, aber insgesamt, ehrlich gesagt, immer noch echt gut. Und wenn ich den Preis bedenke, bekommen wir so rein vom Datenblatt hier schon mal richtig viel geboten. Könnte vielleicht sogar wieder ein China-Knaller sein. Ja, China-Knaller ist ja ein Prädikat, wie bei guten Weinen, die haben ja auch ihre Prädikate. Oh, das sieht doch ganz nice aus. Was mir vor allem auch hier wieder gefällt, das ist, na, jetzt sieht man das hier nicht so gut, aber die Display-Ecken, die sind hier ein bisschen abgerundet. Ich weiß, dass das mit Sicherheit keine Idee von Realme ist und dass die das so ein bisschen gekupfert haben, aber der Punkt ist, dass es gut umgesetzt ist und das ist für mich immer noch am wichtigsten. Wenn man nun mal jetzt nicht die Kohle hat, 600, 700, 800 Euro, um sich ein Markengerät zu kaufen, dann ist es doch schön, wenn es adäquate gibt, die 130 Euro kosten und dann auch mit einem sehr schicken Design herkommen. Und schickes Design ist ja auf jeden Fall ein bisschen untertrieben. Ich würde hier wieder von reinster Smartphone-Erotik sprechen. Schaut euch das mal an. Die Rückseite hier mit Dual-Kamera, nicht ganz so aufgeräumt wie beim Mace Alpha, aber trotzdem eine sehr schöne verglaste Rückseite, die echt Lust auf mehr macht.
die Vorderseite ja ebenfalls verglast und hier mit dank des sehr guten Verhältnisses zwischen Display und Gehäuse eben auch eine entsprechend moderne Optik. Ne? Macht auf jeden Fall was her. Ich glaube, wir könnten mal das Display noch ein bisschen heller machen. Ne? Wow. Wow, 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 wow. Man kann auch hier wieder festhalten, dass es eben nicht aussieht wie ein Smartphone, was unter 200 Euro kostet. Das wirkt wesentlich hochwertiger. Wenn wir uns das Display näher anschauen, dann sehen wir, es löst so hoch auf, dass wir hier die einzelnen Pixel nicht sehen können. Nicht bei einer normalen Benutzung, bei einem normalen Abstand, einem gewöhnlichen Abstand zwischen eben Augen und Display. Hier auf der linken Seite haben wir dann den SIM-Schlitten sehr gut im Gehäuse integriert. Also das heißt, da haben wir keinen Huckel oder sowas oder einen Grat. Überhaupt scheint die Verarbeitung ziemlich makellos zu sein. Auf der oberen Seite hier noch uns erhalten geblieben, der 3,5 mm Klinkenanschluss. Ich finde es leider auch sehr bedauerlich, dass hier viele chinesische Hersteller dem Trend folgen und den Klinkenanschluss wegrationalisieren. Auf der linken Seite hier Lautstärkewippe und Power-On-Taster. Das sieht irgendwie echt alles ziemlich edel aus. So schwarze Tasten in den schwarzen Rahmen integriert. Macht schon was her. Dann sehen wir dann hier die verglaste Rückseite und den Fingerabdruckscanner so leicht im Hintergrund. Hier wieder angedeutet zwei Lautsprecher. Aber ich gehe mal davon aus, dass nur ein Lautsprecher tatsächlich aktiv ist. Dann hier halt noch Micro-USB. Stört mich persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass USB-C inzwischen Standards ist. Gerade bei den hochpreisigeren Geräten. Aber hier halt noch Mikro. Erledigt letztendlich auch einen guten Job. Hier machen wir einen direkten Vergleich. Ja, links habe ich das Mace Alpha X. Rechts ist dann das Verne Mix 2. Man hat erstmal das Gefühl, dass das Mace 2 ein klein wenig kleiner ist. Ne, ich glaube, die Geräte sind gleich groß. Die technischen Daten hier von den Mace Alpha X sind ein bisschen besser. Kostet halt auch dafür ein bisschen mehr Geld. Aber so kann halt jeder aussuchen und genau entscheiden, was für ihn halt das Richtige ist. Ob er zum Beispiel auf die 6 GB Arbeitsspeicher wirklich Wert legt und sagt, nee, 4 reichen mir auch. Natürlich ist man mit den etwas besseren technischen Daten auch ein bisschen besser für die Zukunft gewappnet. Und hier ist das, was ich meine. Das Mace hat wirklich eine sehr, sehr aufgeräumte Rückseite. Zumal der mich der Fingerabdruckscanner hier auf die vordere Seite gewandert ist. Und das ist ja dann auch so nach persönlichem Belieben, wie man es dann halt mehr mag. Ob man es doch lieber mit Daumen entsperrt oder lieber mit dem Finger auf der Rückseite, und da kann man sich eben zwischen den beiden Geräten hier beispielsweise entscheiden. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die ähnliche Geräte herstellen. Davon abgesehen werdet ihr auf meinem Kanal hoffentlich alles noch hier begutachten können. Und die Oberfläche hier sieht erstmal nach Stock Android aus, nicht mehr mit einem eigenen Theme, wie ich das bei den Mace Alpha X schon gesagt hatte. In der Regel ist bei den günstigeren Geräten hier Stock Android installiert, weil es dann zu aufwendig bzw. zu teuer ist, dann auch eine customisierte Oberfläche zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die echt von den Stock Android Version hier Fan sind und diese ganze customisierten Mist gar nicht mögen. Systemaktualisierungs-App ist dabei, das ist doch schon mal eine Ansage. Fingerabdruckscanner hatten wir ja schon erwähnt. Akku immer noch bei 58%. Adaptive Helligkeit hier auch verfügbar, das ist doch ganz fantastisch. Das heißt, wir haben hier oben tatsächlich irgendwo noch einen kleinen Lichtsensor, der das Umgebungslicht misst und dann die Displayhelligkeit anpasst. Können wir natürlich auch manuell machen. Mirror Vision hier diesmal nicht dabei, da müssen wir wohl drauf verzichten. Lesemodus hier schon vorintegriert. Damit wird der Blaulichtanteil hier im Display etwas gefiltert. Haben wir den noch als Schnellzugriff? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Farben umkehren. Wer braucht denn bitte sowas? Und das auch noch als Schnellzugriff, Nachtmodus. Nachtmodus, das ist im Prinzip ja ähnlich. Ja, wir sehen sofort, dass der Blaulichtanteil extrem rausgefiltert wird. Dadurch wirkt alles ein bisschen gelber oder wärmer. Ich finde das sehr angenehm für die Augen. Gerade dann, wenn man das eine Weile damit gearbeitet hat und das wieder zurückstellt, dann denkt man, das ganze Display wäre blau. Ist auf jeden Fall lohnenswert, sich daran zu gewöhnen. Hier im App-Drawer, der im Übrigen auch noch vorhanden ist, sehen wir den Play Store überhaupt, Google und Android-Apps alle vorhanden, die wir so benötigen. Ansonsten können wir das uns alles aus dem Play Store runterladen und natürlich UKW-Radio. Natürlich ist auch dieses Display hier vernünftig blickwinkelstabil. In dem Preisbereich ist das eine absolut normal. Also mir gefällt das Display wirklich sehr gut. Es ist hell, es ist farbenfroh, ist allerdings nicht so übertrieben, so übersättigte Farben. Es ist ganz gut eingestellt, so dass ich Mirror Vision dann hier auch gar nicht vermisse. Ich finde das Display, das kann man so lassen, wie es ist. Die Kamera wird sicherlich auch ein sehr interessantes Thema werden, weil ja eben das Gerät hier mit 130 Euro und vor allem mit den technischen Daten und der Optik doch recht günstig ist. Und da die Kamera aber selber und die technischen Daten meistens nicht wirklich qualitativ bewertet werden kann, da steht ja bloß die Pixelanzahl da, ja, sind so viele Megapixel, was aber über die Qualität in der Regel nicht so viel aussagt, wird da häufig dran gespart. Und auch da wäre halt der Vergleich zwischen den Mace Alpha X und dem Verne hier sicherlich sehr interessant. Ich werde ja hier, das ist jetzt nur so ein kleiner Kurztest, ist klar, ihr kennt das Spielchen, es wird für das Review dann noch vernünftige Außenaufnahmen unter den verschiedenen Lichtbedingungen und Lichtverhältnissen geben, dass wir es dann besser auswerten können. So, wenn wir uns dann diese fluxgeschossenen Bilder mal ein bisschen anschauen wollen, beziehungsweise uns überhaupt mal so ein bisschen durch die Galerie swipen, merken wir schon mal, es geht ziemlich schnell und ziemlich flüssig. Dann mal ein bisschen Pitch to Zoom hier.
Aber wir sehen auch, dass die Bilder jetzt nicht unbedingt so scharf sind. Wow, das ist eigentlich ja ziemlich unscharf. Ja, weil ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch das Unboxing vom Maze Alpha X im Kopf hat. Aber das kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass wir jetzt so schnell hintereinander Fotos gemacht haben, der Autofokus schlichtweg nicht hinterhergekommen ist. Denn das kann schon mal passieren. Das werden wir gleich nochmal testen. Die Tastatur hier, wenn wir uns die anschauen, obwohl die im Hintergrund ist, das sieht echt vernünftig aus, muss ich sagen. Also Makroleistung, das sollte hier eigentlich ganz gut sein. Also machen wir, was ich schon mal gesagt habe, wir machen jetzt nochmal ein Foto und lassen den Autofokus auch mal vernünftig arbeiten. Ich finde diese Viecher einfach mal zu geil. Okay, und da sehen wir doch jetzt schon, selbst in der höchsten, also selbst rausgezoomt, sieht das doch schon richtig nice aus. Wenn wir jetzt reingehen, Leute, was soll ich sagen? Scharf, schärfer, die Kamera von Burnie Mix 2. Man muss den Autofokus hier in dem Fall echt ein bisschen Zeit geben und das wirklich fokussieren lassen und das dann auch sich vorher kurz anschauen und nicht einfach klick, 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 miteinander weg, Fotos ballern. Das sieht ja alles sehr gut und sehr natürlich aus. Also hier erster Eindruck definitiv schon mal positiv. Der erste grobe Eindruck, das muss man natürlich sagen. Ich hätte das Gerät genauso wie alle anderen auch im täglichen Gebrauch nehmen, alles ein bisschen einrichten, alle Apps installieren, die ich so benötige und meinen Alltag auch so verwende. Und dann werden wir ja sehen, wie sich das Gerät schlägt. Der erste Eindruck ist mega positiv. Wenn man bedenkt, dass das Gerät knapp über 130 Euro kostet, kriegen wir hier ja ein Telefon, das richtig geil aussieht. Absolut nicht billig. Wir haben hier ein tolles Verhältnis zwischen dem Display und dem Rahmen. Das heißt, wir halten eigentlich fast nur noch Display in der Hand, muss man ja irgendwo zugeben. Das Display selber, es löst hoch auf, es ist ziemlich groß, es ist schön farbig. Tolle Kontraste und auch Helligkeitswerte, das sieht ja alles ganz vernünftig aus, natürlich immer an den Preis gemessen, denke ich mal, kann man hier kaum was Besseres bekommen. Die Verarbeitung macht einen richtig guten Eindruck, die Optik ist natürlich, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, einfach mal grandios und damit schließe ich auch das Review hier mit dem ersten sehr positiven Eindruck vom Burnie Mix 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr das ja in einem entsprechenden Abo bzw. positiven Kommentar oder einem Daumen nach oben honorieren. Ihr könnt aber auch auf moschus.de surfen und uns da im Forum melden, da entweder Lobeshymnen verfassen oder was realistischer ist. Ihr könnt Fragen stellen, Kaufberater, technische Fragen. Da werdet ihr sehen, es gibt jede Menge Unterforen, wo auch eure Frage Platz findet. Außerdem könnt ihr euch noch im Giveaway anmelden. Ich verlose zurzeit ein T-Mobile Ameo bzw. auch unter HTC Advantage bekannt. Sehr interessantes Gerät. Findet ihr da dann halt unter Giveaways, habe ich da ein entsprechendes Thema eröffnet. Könnt ihr teilnehmen, geht noch bis zum 1. Außerdem findet ihr auch noch unter Marktplatz auf dem Gutscheine und Angebote. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.